So, es war wieder Zeit für ein neues Tutorial. Ich zeige euch heute, wie ihr eine Sternstadt kreieren könnt. Im Hintergrund machen wir einen Planeten, damit es nicht so einsam aussieht. Dazu nehmen wir unsere Schablone, markieren. Wir wollen unser Hauptaugenmerk auf die Stadt richten, also der Planet wird jetzt ganz einfach. So. Bringen wir noch ein bisschen Farbe ins Spiel. Dann sieht es ja doch nicht so langweilig aus. Also noch ein bisschen extra Farbe. Nichtsdestotrotz, Sterne brauchen wir. Haltet eure Dose im 45 Grad Winkel. Und drückt leicht auf den Sprühkopf drauf. So könnt ihr ganz schnell ein bisschen leichter. Das ist immer so eine Druckpunktsache. So könnt ihr ganz schnell einfach Sterne machen. So, vergesst nicht, euren Sprühkopf hier wieder abzuwischen, weil es läuft dann doch irgendwann runter. Könnte Sauerei geben. So. Schablone abziehen. Oh, sieht ja auch schon geil aus. Man könnte es ja schon fast so lassen, ne? So. Nun. Wir nehmen ein wenig Weiß. So. Nehmen wir was von dieser Farbe hier. Nochmal mit der Weiß drüber. Schwarz. Na. So. Machen unsere Höhlenwände. Geben der Höhlenwand jetzt noch mal mit unserem Spachtel ein bisschen Effekt. Und zwar kratzen wir jetzt einfach hier so drüber. Davor feuchten wir es aber noch ein bisschen an.
noch ein bisschen Tiefeneffekt rein hier. Und zwar feuchten wir jetzt die Fläche hier wieder an und fangt einfach mal wild drauf los ans Kratzen. So kleine Effekte reinbringen. Wie gesagt, das ist eine Fantasie-Sternenstadt. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, die ist ganz weit entfernt. So, ja, das war es im Grunde eigentlich schon. Aber wir lassen das jetzt noch ein bisschen besser aussehen, indem wir hier vorne am untersten Ende so eine, man sagt auch Grid dazu. Das ist jetzt gleich so eine Fläche, wo wir dann so ein paar Striche reinmachen. Für diesen Grid nehmen wir unseren großen Flächenspachtel, halten den ungefähr so am Anfang von der Stadt dran. Schwarz ein bisschen von der Seite. Ja, das ist jetzt mittlerweile auch schon ziemlich leer. Macht nichts. Nehmen wir ein bisschen Blau. Das ist eine Gelbfarbe. Ein bisschen Weiß. So, ziehen wir das ab. Jetzt müssen wir uns beeilen. Dann nehmen wir unseren Zehnerspachtel. Nochmal schnell ein bisschen anfeuchten. Und jetzt, ohne zu zögern, einfach ziehen. Aus einer flüssigen Bewegung. Also hier. Gleich auf der anderen Seite. Eins, zwei, drei. Und jetzt nochmal quer durch. Machen wir hier noch eins. So. Und jetzt, damit die Stadt sich nochmal ein bisschen abhebt, machen wir so eine Art Energiefeld drumherum mit Weiß. Dazu brauchen wir ein festeres Stück Papier. Biegen das so. Ungefähr so. Und dann springen wir aufs Papier drauf, nicht hier unten. Wie gelernt halt, so dass sich der Nebel vorne absetzt.
festhalten, drauf sprühen. So. Ja. Jetzt liegt hier natürlich noch was auf meinem Bild. Müssen wir jetzt vorsichtig sein. So, weg mit. Nun, somit sind wir eigentlich fertig. Vergesst nicht zu unterschreiben. Noch ein bisschen Klarlack drüber, zum Schutz des Bildes. Ein bisschen ist gut, ne? So. Somit sind wir fertig.